die 5 größten Mythen über das Selbstbestimmungsgesetz. Politiker und Transaktivisten feiern dieses Gesetz gerade sichtlich ab. Wenn man sich aber ihre Argumente anguckt, fällt auf, reißen Fakten aus dem Zusammenhang, verstecken sich in Widersprüche oder behaupten einfach falsche Dinge. Denn einerseits behauptet er, dass man gegen Menschenrechte verstoße, wenn man Transmenschen pathologisiere. Andererseits muss man Transpersonen aber als krank ansehen, weil sonst die Krankenkasse die OP-Kosten nicht übernimmt. Ah, krass, okay. Was für intersexuelle Menschen, um die es hier geht, gehören keinem dritten Geschlecht an. Sie sind von einer Entwicklungsstörung im Mutterleib betroffen. Das sind eigentlich die, um die man sich wirklich kümmern sollte, weil das ist biologisch, Mann, das ist einfach ein genetischer Defekt und um diese Menschen sollte man sich kümmern. Alle anderen schieben nur Filme. Sie definieren sich sehr wohl entweder als männlich oder als weiblich. Sie brauchen die Kategorie des biologischen Geschlechts, weil sie ja in einem der beiden Geschlechter leben wollen. Selbst die glauben daran, dass es nur 2 Geschlechter gibt, aber wollen uns irgendwas erzählen, weißt du, wie ich meine? 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich liebe euch. Danke für den ganzen Support, ich schwör's dir. Das Wichtigste, was ich hier sagen will, ist, checkt den ersten Link in der Beschreibung ab, denn wir haben einen Rumble-Kanal aufgebaut, wo immer mehr Videos online kommen und ich würde mich freuen, als ihr den Content geil findet, ne? Nur natürlich, wenn ihr weiterhin diesen Content sehen wollt. Die Videos, die von YouTube gesperrt werden, das heißt, die spicigen Videos sind alle auf Rumble online, deswegen checkt den ersten Link in der Beschreibung. Rumble it in, man. Und jetzt gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt die 5 größten Mythen über das Selbstbestimmungsgesetz von dem Kanal Nios. Ich fand die 2 Dokumentationen, die wir uns angeschaut haben, einmal Trans ist Trend und Nur ein Pieks, sehr, sehr interessant. Deswegen checken wir uns heute wieder ein weiteres Video ab von diesem Kanal und gucken mal, was hier erzählt wird. Selbstbestimmungsgesetz geht, glaube ich, auch um, wie identifizierst du dich und Transgender und diese ganze Geschichte. Und deswegen gehen wir da jetzt rein, ziehen uns das rein. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren. Ab geht der Peter. Let's go. Bald soll im Bundestag über das Selbstbestimmungsgesetz abgestimmt werden. Transsexuelle, also Menschen, die glauben, im falschen Geschlecht geboren zu sein, sollen dann ihr Geschlecht ändern können, indem sie ein einfaches Formular beim Standesamt ausfüllen. Politiker und Transaktivisten feiern dieses Gesetz gerade sichtlich ab. Wenn man sich aber ihre Argumente anguckt, fällt auf, vor allem Politiker wie Sven Lehmann reißen Fakten aus dem Zusammenhang, verstecken sich in Widersprüche oder behaupten einfach falsche Dinge. Hier ist der erste Fall. Dann kannst du, glaube ich, einmal im Jahr oder ein- oder zweimal im Jahr einfach beim Standesamt dein Geschlecht ändern lassen, ne? Ein Check, der mit den 5 größten Mythen über das Selbstbestimmungsgesetz aufräumt. Mythos 1. Transsexualität ist keine Krankheit. Oh shit. Trans und Inter sind nicht krank. Krank ist ein Gesetz, das Menschen als krank erklärt, die eigentlich nur in Freiheit und Würde leben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was Sven Lehmann hier vorhat, ist klar. Er will Transsexuelle als völlig normal ansehen, wie etwa Homosexuelle. Das ist aus mehreren Gründen komplett irre. Denn Transsexuelle leiden. Sie leiden so sehr, dass sie bereit sind, sich lebenslangen Hormonbehandlungen und irreversiblen Operationen zu unterziehen. Genau das denkt auch die Psychologin Professor Dr. Aglaya Stirn, die seit Jahren mit Transsexuellen arbeitet. Man kann Transsexualität und Homosexualität nicht vergleichen. Weil homosexuell ist etwas, was häufiger vorkommt und ein Homosexueller kommt nicht zu uns in die Praxis und hat einen Operationswunsch oder hat den Wunsch, dass man ihn etwas wegoperiert oder irgendwo eingreift. Aus genau diesem Grund wird die Geschlechterdysphorie im DSM-5-Katalog, also dem weltweit wichtigsten Klassifikationssystem der Psychiatrie, sehr wohl als psychische Störung aufgeführt. Die Diagnose als psychische Krankheit wird außerdem dann wichtig, wenn Transpersonen fordern, dass ihre Geschlechtsumwandlung von der Kasse bezahlt wird. Und hier beißt sich die Argumentation von Sven Lehmann dann in den Schwanz. Denn einerseits behauptet er, dass man gegen Menschenrechte verstoße, wenn man Transmenschen pathologisiere. Andererseits muss man Transpersonen aber als krank ansehen, weil sonst die Krankenkasse die OP-Kosten nicht übernimmt. Ah, krass, okay. Was für eine Heuchelei. Schon, gebe ich dir recht. Und wenn du so guckst, es ist ja natürlich so, dass wenn du, das ist ja, findet ja sehr viel im Kopf statt, so, ne? Und wenn du das Gefühl hast, dass du, also ich glaube, das liegt eher daran, dass du mit dir selbst nicht richtig in Touch bist, so, weißt du? Weil wenn du das Gefühl hast, dass du falsch bist und dass du anders sein möchtest, dann hat das schon aus psychischer, ich glaube, es kommt aus der Psyche raus, weißt du? Dieses Gefühl.
Ich glaube, das kommt aus der Psyche raus, aus einer Unzufriedenheit, aus irgendwelchen Dingen, die eventuell in der Vergangenheit passiert sind, so, die dann sich äußern, indem du sagst, ich will einfach raus aus meinem Körper, ich will was anderes sein, als was ich bin, als was ich erschaffen wurde. So. Und das ist schon eine Störung irgendwo, auf eine Art und Weise. Ich glaube halt, es gibt wirklich Menschen, es gibt einen ganz kleinen Prozentteil der ganzen Menschheit, wo Menschen geboren werden und einen genetischen Defekt haben und irgendwie mit Hormonen und Genitalien von beiden Geschlechtern geboren werden. Das ist ein anderes Thema so. Aber überwiegend die Leute, die sich heutzutage operieren lassen, sind ja Leute, die eigentlich ganz normale Männer sind oder ganz normale Frauen sind und dann irgendwelche Dinge im Kopf es auslösen, dass die gerne was anderes sein möchten. Und das kannst du mit diesen anderen Menschen nicht vergleichen. Genauso wie du Homosexuelle und Transleute nicht eigentlich in einen Topf werfen kannst, weil es da einen riesen Unterschied gibt. Ich sehe das auch als ein kleines Problem, dass die alle unter einen Kamm geschert werden. So. Mythos 2. Die Gutachtenpflicht ist entwürdigend. Wer heute nach transsexuellem Gesetz seinen Personenstand und Vornamen ändern will, muss 2 Sachverständigengutachten vorlegen. In den Fragebögen tauchen dann unter anderem solche Fragen auf. Ich zitiere. Wie oft masturbieren Sie durchschnittlich innerhalb eines Monats? Und falls Sie das Erscheinungsbild eines Mannes haben, tragen Sie dann weibliche Unterwäsche, um sich zu stimulieren. Was? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach nur würdelos. So einfach, wie Sven Lehmann diesen Sachverhalt hier darstellt, ist er natürlich nicht. Wir haben bei Frau Stirn nachgefragt, was es mit der Gutachtenpflicht und dem Fragen nach der Unterwäsche denn wirklich auf sich hat. Das sind psychologische Hintergründe, ne? Als Sexualtherapeutin stelle ich natürlich die Frage nach der Masturbation. Ja. Aber, und auch die Frage nach einer Unterwäsche. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Transsexuelle erst recht, wenn sie der Meinung sind, das ist doch was ganz Normales, transsexuell zu sein, dass sie solche Fragen als entwürdigend erleben. Aber wir müssen sie fragen, um eben zu schauen, ist die Indikation für Hormone oder eine Operation, ist die wirklich die richtige? Insofern ist es schon wichtig, auch generell abzuklären, wie ist die Sexualität? Gibt es irgendeine Paraphilie oder ist ein Autismus, steckt dahinter? Mhm. Das ist ja wichtig. Oder vielleicht auch ein Wahn. Also es kann ja auch sein, dass jemand eine Wahnstörung hat. Geht es nach Sven Lehmann, sollte es Psychotherapeuten prinzipiell... Das ist halt auch so krass, ne? Weil Psychotherapeuten sind am Ende des Tages auch nur Menschen, ne? Und die Sachen halt aus ihrer Perspektive betrachten. So. Da frage ich mich, nach welchen Kriterien die dann entscheiden, ob ein Kind zum Beispiel Hormonblocker bekommt oder ihre Genitalien abschneidet. Haben wir ja auch in der Dokumentation schon gesehen. Das sind ja auch nur Menschen so. Und dass die dafür entscheiden können, das ist schon... Das ist schon krass. Verboten werden, genau diese Ursachen abzuklären. Aber genau das kann fatale Konsequenzen haben. So ist bekannt, dass es unter Transfrauen auch Männer gibt, die an krankhaften sexuellen Fetischen leiden, an sogenannten Paraphilien. Da gibt es etwa die Autogynephilie. Das sind Männer, die sexuell erregt werden, wenn sie sich selbst als Frau fantasieren oder von anderen als Frau anerkannt werden. Durch die richterliche Gutachtenpflicht wurden Straftäter, die diesem Fetisch nachgehen, daran gehindert, ihr Geschlecht zu wechseln, aus genau einem sehr wichtigen Grund, damit sie sich keinen Zugang zu Frauenschutzräumen verschaffen können. Und hier kommen wir zum nächsten Mythos. Mythos 3. Es gibt keinen Missbrauch an Frauenschutzräumen. Wir kennen übrigens aus anderen Ländern, die diese Selbstbestimmungsgesetze haben, kennen wir keine schweren Missbrauchsfälle. Was? Ich habe doch selber schon von einem Fall gelesen in amerikanischen Gefängnissen. So. Da war jemand, der sich als Frau identifiziert hat, in einen Frauenknast gekommen ist und da Frauen vergewaltigt hat, die sogar schwanger geworden sind. Also, Bro. Deswegen finde ich auch diese Debatten teilweise etwas... Das ist so pauschalisierend. Also ich will nicht sagen, dass jeder das machen würde, aber dass es diese Fälle nicht gibt, das ist schon... stimmt so nicht, Digga. Das, was Sven Lehmann hier erzählt, ist schlichtweg falsch. Ein Blick auf die internationale Presse zeigt, immer mehr Männer, die sich als Frauen identifizieren, verschaffen sich Zugang zu Frauenhäusern, Frauenumkleiden, Toiletten, wo sie Frauen belästigen, vergewaltigen und sogar morden. Die Abschaffung der Gutachtenpflicht ist eine Katastrophe. Das ist eine Sache, die man abwägen muss, weißt du, wie ich meine? Denn so gewährt man Fetischisten Einlass in Frauenschutzräume. Die Argumentation ist dabei stets gleich. Alle Transfrauen... Haben die nicht sogar von Toiletten geredet? Unisex-Toiletten? Das halte ich auch für gefährlich. Man sollte es Männern auf jeden Fall nicht so einfach machen, in diese Räume einzudringen, wo Frauen sich eigentlich sicher fühlen. ...zu Heiligen erklärt, unter denen es keine Straftäter geben kann. Jeder, der dieses Problem anspricht, wird unterstellt, per se ein Problem mit Transfrauen zu haben und wird als transphob beschimpft. Damit wird vor allem eines erreicht,
der Missbrauch von Frauen und Mädchen. Mythos 4. Inter, trans und nicht-binär. Ist das wirklich das Gleiche? Kann man das eigentlich quantifizieren? Wie viele Menschen sind intergeschlechtlich? Schwer, weil es natürlich eine hohe Dunkelziffer gibt. Aber ich sag mal zum Beispiel, die Verbände sagen auch andere Zahlen als zum Beispiel Gutachten selber sagen, die im Auftrag der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden. Also wir haben bei transgeschlechtlichen Menschen wird manchmal von 0,6% der Bevölkerung gesprochen, manchmal sogar von 3%. Und das heißt ja sozusagen, wie gesagt, manchmal 0,6, manchmal 3, das nenne ich eine extreme Spannweite, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das Geschlecht, das ich selber empfinde, stimmt nicht mit meinem zugeordneten Geschlecht bei der Geburt überein. Und da haben wir schon, glaube ich, Zahlen von etwa bis 500.000 Menschen in Deutschland, roundabout, von denen man... Frage ist, woran das liegt. Wir haben ja gesehen in der Dokumentation auch, dass viele Kids sich einfach von Social Media beeinflussen lassen. Oder durch diese ganzen Sachen, die aktuell passieren, dass irgendwelche Drag Queens jetzt vor irgendwelchen Kindern vorlesen oder in Amerika sogar strippen vor Kindern. Und ja, Alter, das hat natürlich einen Einfluss auf die Kids. Weißt du, auch diese ganzen TikTok-Videos, wo Menschen sich so stolz hinstellen und sagen, ich habe jetzt das abgeschnitten, dies abgeschnitten, ich bin jetzt das oder dies, wird definitiv einen Effekt auf die Jugend haben. Gerade die Leute, die sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen, wegen, weiß ich nicht, Mobbing oder wegen irgendwelchen anderen Geschichten, werden dann eventuell zu solchen Mitteln greifen. Und das ist halt, man muss schon sagen, das hat auch einen Effekt, ne? Das, was auf Social Media stattfindet, das, was in den Medien, in der Presse gerade stattfindet, dass das überall jetzt gerade Einzug nimmt, so. Das wird immer mehr Menschen geben, die sich dann diese Lösung, die denken, dass diese Lösung die richtige Lösung ist. Ob das dann wirklich richtig ist, Digga, ist die andere Frage wieder. Menschen kann, dass sie sozusagen nicht klar männlich oder weiblich von Geburt bis zum Lebensende leben. Also eine große Zahl. Es ist wahnsinnig, wie Sven Lehmann hier zwei komplett unterschiedliche Dinge in einen Topf wirft. Ja, genau. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, dieser Unterschied zwischen den drei Und Dingen. Und schon wieder falsche Dinge behauptet. Intersexuelle Menschen, um die es hier geht, gehören keinem dritten Geschlecht an. Sie sind von einer Entwicklungsstörung im Mutterleib betroffen. Ja, genau die habe ich gemeint. Das sind eigentlich die, um die man sich wirklich kümmern sollte, weil das ist biologisch, Mann. Das ist einfach ein genetischer Defekt und um diese Menschen sollte man sich kümmern. Alle anderen schieben nur Filme. Und teilweise mit beiden Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen. Intersexuelle sind zum Beispiel Männer, die mit Hoden und einem verkümmerten Eierstock geboren wurden. Diese Gruppe ist verschwindend gering. Sie liegt in Deutschland gerade bei 0,02%. Das ist sicherlich keine große Zahl. Transsexuelle hingegen sind Menschen, die nur glauben, im falschen Geschlecht geboren zu sein. Das kommt von hier oben, Bro. Sorry, aber es ist so. Das Einzige, was Transgeschlechtliche und Intermenschen wollen, ist, in einem der beiden Geschlechter zu leben. Sie definieren sich sehr wohl entweder als männlich oder als weiblich. Sie brauchen die Kategorie des biologischen Geschlechts, weil sie ja in einem der beiden Geschlechter leben wollen. Das ist schon wieder eine Aussage so, wo man sagt, selbst die glauben daran, dass es nur zwei Geschlechter gibt, aber wollen uns irgendwas erzählen, weißt du, wie ich meine? Sven Lehmann und übrigens die gesamte Bundesregierung setzt diese beiden Gruppen jetzt mit Nicht-Binären gleich. Diese Menschen fühlen sich weder als Mann noch als Frau, sondern als irgendetwas dazwischen. Das sind big, big, big psychological problems, Bro. So, dann fragt euch mal, wo das angefangen hat, ne? Dass es gerade jetzt so zunimmt. Für diesen Zustand haben sie sich über 70 Geschlechtsidentitäten und zahlreiche Pronomen ausgedacht. Ja, diese ganze Pronomensache und dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, so, da könnt ihr mich alle mal, ey, ich schwör's dir, das werde ich niemals akzeptieren. Niemals. Wie ständige Klamotten, je nach Laune, an- oder wieder ausziehen können. Mit dieser Gleichsetzung wird vor allem eines erreicht. Die Statistik wird künstlich in die Höhe getrieben und das Leid von Transsexuellen wird verhöhnt und mit einem harmlosen Trend gleichgesetzt. Und hier kommen wir zum nächsten Mythos. Mythos 5. Trans ist kein Trend. Stimmt nicht, ist ein Trend. Safe, hundertprozentig. Und ich muss das in jedem Video, was wir dazu machen, sagen, weil ich habe nichts gegen Transsexuelle oder gegen Homosexuelle oder irgendwas. Aber bitte nervt mich nicht mit euren Pronomen oder mit euren, ich bin ein 18. Geschlecht, was es jetzt mittlerweile gibt und so. Das ist alles, werde ich nicht akzeptieren. Auch Gendern werde ich nicht akzeptieren. So, und ihr könnt mich nicht dazu zwingen, das zu akzeptieren. Jeder Mensch darf doch, Selbstbestimmungsgesetz heißt es doch. Jeder darf doch selbst für sich entscheiden, oder nicht? Also, ich akzeptiere es nicht. So. Immer wieder wird behauptet, dass Trans kein Trend ist. Das behaupten Journalisten, Politiker wie Sven Lehmann oder Satiriker wie Jan Böhmermann. Klar. Musst du doch einfach nur die Zahlen auf den Tisch packen und dann siehst du doch, dass diese Kurve so hoch geht. So steil ansteigt. Und das ist ein Trend. So nennt man das. Trend kommt davon. Das kommt von Kurven, von Diagrammen. Da kommt das Wort Trend her. Dass man einen gewissen Trend sieht. Und man sieht gerade einen gewissen Trend, der in eine gewisse Richtung geht, so. Ey, Leute, die versuchen euch so krass zu verwirren, dass jedes Wort eigentlich keinen Sinn mehr macht. Mann macht keinen Sinn mehr, Frau macht keinen Sinn mehr, das Wort Trend macht keinen Sinn mehr.
Bro, hä? Irgendwann macht gar nichts mehr Sinn. Was? Die ficken uns mit der Sprache. Freunde, passt auf, ich schwör's dir. Da halten sich heute mehr Transmenschen als früher. Aber das liegt nicht daran, dass sie dem coolen Trend hinterherlaufen, den man sich an- und ausziehen kann wie Mini-Ack-Boots, sondern daran, dass Aufklärung und Sichtbarkeit von Transmenschen dazu führen, dass Transmenschen weniger Angst haben, ihre Identität und Persönlichkeit frei zu entfalten. Solche Aussagen sind nicht nur Quatsch, sondern vor allem ignorant. Denn wenn es so wäre, wie Lehmann oder Böhmermann es hier behaupten, würde die Zahl der Transpersonen in allen Altersgruppen und in allen gesellschaftlichen Schichten ansteigen. Das ist aber nicht der Fall. Internationale Statistiken zeigen, dass es vor allem pubertierende Mädchen sind, die sich als trans identifizieren und deren Anteil in den letzten 10 Jahren um ganze 4000% gestiegen ist. Die Jugendpsychiaterin Lauter Takala, die schon im Jahr 2015 eine der ersten Transgender-Kliniken in Finnland aufgebaut hat, sagt dazu Folgendes. Seit 2015 hat sich die Anzahl der Patienten, die unter einer plötzlich aufkommenden Geschlechterdysphorie leiden, verzehnfacht. Das Phänomen können wir in allen westlichen Staaten beobachten. So. Und wir wissen nicht, warum. Warum? Das Problem ist, dass wir sehen, dass es einen enormen Zuwachs gibt, gerade unter Jugendlichen. Und vor allen Dingen gerade unter Frauen, also die Transfrau zu Mann hat enorm zugenommen, was es vorher nicht gab. Krass, Frauen wollen keine Frauen mehr sein. Könnte auch auf gewisse andere Entwicklungen zurückzuführen sein. Und das ist wie eine neue Gruppe, also man versucht das zu verstehen, was da eigentlich passiert. Man sagt Rapid Onset und da gibt es schon auch die Idee. Und mein Gefühl ist auch, dass die Frauen am meisten darunter leiden, so, ne? Wenn auf einmal halt diese ganzen Geschichten passieren, wo Männer im Frauensport competen, dann auch in den Umkleidekabinen am Start sind und einfach sich als Frau identifizieren und dann alle Rechte einer Frau bekommen, so. Da leiden ja die Frauen am meisten drunter, weil die halt einfach dann mit solchen Männern gleichgestellt werden, was nicht okay ist, meiner Meinung nach. Dass durch diese sozialen Medien und durch den Einfluss, ja, Gender ist etwas, was fluid ist und Gender ist was fluid ist, Bro. Bin ich überhaupt, dass Menschen sich viel mehr fragen, bin ich überhaupt irgendwie Frau oder bin ich Mann? Und das auch noch. Nee, ich bin zwischendrin. In einer Zeit. Ich sag dir ehrlich, ich habe es damals schon prognostiziert, als ich über Corona geredet habe, als das Ding um die Ecke gekommen ist, dass es noch einen heftigen Auswuchs nehmen wird und dass es noch einen heftigen Einfluss und was sich erst über Jahre, Jahrzehnte zeigt, wie Jugendliche und Kinder gerade in der Zeit kaputt gegangen sind, psychisch. Pubertät, wo jeder weiß, dass Identität ja auch gesucht wird, gibt es sicher einen Zuwachs, der nicht unbedingt heißt, dass die alle transsexuell sind. Fakt ist aber, man weiß, dass die Mädchen an zahlreichen psychischen Erkrankungen leiden. So, the majority of our patients have been. Der größte Teil unserer Patienten sind pubertierende junge Mädchen, die an unterschiedlichen psychischen Erkrankungen leiden. Hauptsächlich Angststörungen, Probleme der Emotionsregulation, Autismus. Ja. Angststörungen. Verbindet mal die Punkte bitte, Schwester. Schaltet mal euer Brain ein, überlegt mal, was die letzten Jahre passiert ist. Disorders, Depression. Man hat gesehen, dass diese Mädchen, die denken, sie seien transsexuell, auch psychisch mehr Probleme haben. Dass sie Selbstwertprobleme haben, dass sie Ängste haben, dass sie traumatisiert sind, dass sie Essstörungen haben. So it might be so that even especially in those situations. Alleine Social Media hat bei diesen ganzen Sachen auch einen heftigen Beitrag, ne? Sag ich dir ehrlich. Alleine Social Media, Bro. Alleine dieses die ganze Zeit Vergleich. Gerade Frauen sind noch viel schlimmer auf Social Media als Männer. So. Die vergleichen sich sowieso den ganzen Tag mit anderen Frauen, selbst im echten Leben. Man hat mal so einen Test gemacht, habe ich mal bei Galileo damals gesehen. Da hat man so Brillen, einem Mann so eine Brille angezogen und einer Frau, welche die Pupille trackt und dann schaut quasi, wo derjenige gerade hinguckt. So. Schwimmbad. Männer natürlich nur auf andere Frauen. So. Ärsche, Brüste, dies, das, Gesicht, Augen. Und Frauen haben die ganze Zeit andere Frauen angeguckt. Die haben nicht mal Männer angeguckt. So. Und da merkst du schon, Frauen haben instinktiv dieses heftige Competen mit anderen Frauen und sich die ganze Zeit zu vergleichen. So. Und das hat so einen krassen Effekt auf die Mädels leider.
Die vergleichen sich auf Social Media den ganzen Tag mit irgendwelchen anderen Frauen und wollen unbedingt so aussehen wie die eine, die so viele Follower und Likes gerade hat oder die gerade Hype hat oder so. Und das ist nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Wir vergleichen uns mehr, was diesen Status angeht. So, oh, der hat den Status, der hat so und so viel Geld, der hat die Autos, der hat die Frauen, der lebt an den Orten so. Und dann, das macht einen einfach nur miserabel und das kann direkt psychische Probleme auslösen im Endeffekt, so weißt du. Social Media ist ein Katalysator für alle Arten von psychischen Problemen, meiner Meinung nach. Vor allem in solchen Situationen, wenn psychische Probleme zusammen mit einer Geschlechterdysphorie vorkommen, müssen wir natürlich zuerst die psychiatrischen Probleme lösen und dann abwarten, was passiert. Es ist ja, wir werden auch getrennt von den ganzen Sachen, die uns Stabilität und Halt geben, so Familie zum Beispiel. Wie viele richtige, harmonische, gut funktionierende Familien gibt es überhaupt noch? Ich glaube, das korreliert direkt miteinander. Wenn du eine stabile, gut funktionierende Familie hast, wo man sich gegenseitig liebt und wo man einen gewissen Halt und Background hat, so, der einen auffängt auch bei Problemen in der Welt oder bei generell Problemen, so, dann leidest du nicht so krass am psychischen oder tendierst, glaube ich, nicht so krass dahin, dass du psychische Probleme irgendwann hast. Aber die Familie wird ja auch bekämpft. Digga, das ist traurig. Ich schwör's dir, das ist sehr, 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 sehr traurig. Wir Menschen brauchen Familie, wir brauchen Natur, wir brauchen einen Traum im Leben, wir brauchen Halt, was diese ganzen Sachen angeht, so. Weißt du? Erst die psychischen Erkrankungen behandeln und dann auf die Geschlechterdysphorie eingehen. Das klingt sinnvoll. Aber Sven Lehmann schweigt diese Probleme dieser jungen Mädchen einfach tot. Das Motto dabei: Wer sich als trans identifiziert, ist auch trans. Und wer die Transidentität in Frage stellt, ist homophob. Eine unfassbare, das ist crazy, bitte Haltung, deren Konsequenz vor allem eine Gruppe zu spüren bekommt. Junge Frauen. Wenn ihr mehr Informationen über dieses Thema haben wollt, schaut euch die Dokumentation Trans ist Trend auf news.de an. Wild. Wichtige Dokumentation, Freunde, kann ich euch ans Herz legen. Meine Reaktion darauf auf Rumble, unten in der Beschreibung verlinkt. Was ich zu den Themen sage, habe ich ja eben in der Reaktion schon gesagt. Ich wünsche mir oder ich hoffe, dass ihr eure Meinung jetzt auch dazu unten in die Kommentare reinfetzt. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.